hat man in Amerika die gleichen Sterne über sich wie hier? Auf dem Kreise Liebe, in duftige Hase geruht. Ganze Herden aus Schweinen und Rindern schwimmen durch Wiesen aus Zwiebeln und Rüben und Lauch und Kohl. Diese Suppe steht vor dir. Unterwegs nach Amerika? Ja, ich bin unterwegs nach Amerika. Alles dabei, was ich für die Reise brauche. Gerhard Meister, der Autor dieses Stücks, hat die aktuellen Bezüge schon in das Stück selbst hineingebaut. Es geht eben um die fünf Flüchtlinge, die dann auf einem Seelenschipperkahn nach Amerika gebracht werden, der dann auch Schiffbruch erleidet. Die Flüchtlinge werden angespült am Strand von Coney Island, einem Urlaubsziel zu der Zeit, auch heute noch. Das erinnert uns ja doch alle sehr an die Situation von afrikanischen Flüchtlingen heute an den südeuropäischen Küsten, die da angespült werden. Und auch die Thematik amerikanische-mexikanische Grenze wird immer wieder aufgegriffen. Schlaf jetzt in die Vorschrift! Kommt sie mit Vorschriften? Zum Glück ist das bald vorbei hier. Den ganzen Tag Räume anschauen macht krank. Der nächste von uns war der Werner Strupp. Der war von Anfang an krank gewesen und hatte gehofft, die Seeluft würde ihm helfen. Und Niklaus Joss? Man hat ihn in ein grobes Leintuch eingenäht, wie alle anderen vor ihm. Und auch für ihn war noch etwas Sand übrig. Als Ballast, damit er besser singt. Brot, Bratgehüge, Traubenkuchen, was immer du dir vorstellen kannst, ist es da. Es nützt gar nichts. Bescheiden zu sein, das Essen nicht zu wollen, ist ein ganz gewöhnlicher Affen. Aber in keinem Affen, kein Städter rum und in keinem Affen findest du eine faule Stelle. Selbst im Winter nicht, wenn bei uns alles zu Matsch verbaut oder zu Stein verdorrt ist und alles makellos. Wenn Börl sitzt, Tempo kotzt er die ganze Leine. Darf ich Ihnen das ablehnen? Gerne. Was machst du? Du kannst dich einfach mit Projekten. Was ist in Ordnung? Du kannst den Projekten nicht aus der Hand geben, das ist gegen die Vorschriften. Ach, leck mich mit deinen Vorschriften. Und ihr da? Gut zuhören jetzt. Es gibt jetzt einen Film für euch, der zeigen soll, was in Amerika wirklich los ist. Die Grenzbeamten zeigen einen Film oder möchten einen Film zeigen, der sagt, wie schlimm es für Flüchtlinge in Amerika ist. Und das ist Tatsache in Mexiko heute. Also es gibt tatsächlich Grenzbeamte, amerikanische, die in mexikanische Städte reisen und dort Horrorfilme zeigen, um Mexikaner davon abzuhalten, illegal nach Amerika einzuwandern. Denn diese Tugend ist es, die namentlich unseren in Gott ruhenden Vorvätern in den bedrängtesten Lagen jene Seelengröße und Stärke verlieh, durch welche die größten Schwierigkeiten überwunden und würdevollsten Großtaten, die auch in der spätesten Nachwelt im reinsten Sonnenglanz dastehen werden, errichtet wurden, sind. Ich gehe weiter. Und da ist er der Spann und kommt hinein. Und da, als die, die es immer hat, im Badetüchern unter ihrem Sonnenschirm eingeschrieben. Das junge Ensemble ist ein Ensemble, das schon sehr eng zusammenarbeitet. Die kennen sich schon seit Ewigkeiten und daher war es interessant, da reinzukommen und eine gemeinsame Sprache zu finden. Und hat mich in der Zeit sehr viel gelehrt über Arbeitsweisen, über Dynamiken, Gruppendynamiken. Es ist eine wahnsinnige Energie, ein tolles Potenzial und macht sehr viel Spaß, mit ihnen zu arbeiten. Sieht man keine Sterne heute? Aber dafür hat sie Straßenlampen. Aber die sind nicht wirklich aus Gold, oder? Das nicht, aber sie funktionieren. Das heißt, für uns müssen wir weiter.